Achtung, aus dem Weg, Schweinchen, ich fahre hier mit meinem Shopping-Cart. Yeah, das macht so viel Spaß und sieht auch noch ultra cool aus. Aber erstmal, hey Freunde, na, schön, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du jetzt einmal hier bist, lass gerne meinen Daumen nach oben da. Würde mich super, super dolle freuen, Freunde. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen coolen Videos mehr zu verpassen. Und wie ihr seht, sind wir hier in Minecraft mal wieder. Wer hätte es gedacht, ja moin. Aber ich habe hier diese mysteriöse Mauer dort hinten gefunden. Und es sieht aus, als wenn dort ein Dorf wäre. Deshalb habe ich jetzt einfach mal gedacht, machen wir ein cooles Video draus. Keine Ahnung, ich habe sowas vorher noch nie gesehen. Und ja, ich kann hier halt in meinem Shopping-Cart fahren. Also in meinem Einkaufswagen. Aber was ist das hier für ein Dorf? Ich meine, das ist echt abgetrennt. Und niemand kommt hier anscheinend vorbei. Das oben ist auch mit Stacheldraht. Kameras sind am Start. Also, ich glaube... Warte. Die sehen aus wie ich. Hä? Alter, was sind das denn für Gestalten? Ah ja, okay, bevor ich mal mit denen quatsch... Alter. Was geht denn da ab? Wie sehen die denn aus? Oh mein Gott, mein Einkaufswagen lasse ich auf jeden Fall mal da stehen. Wir gucken mal weiter. Jo, das geht ja übel weit nach hinten. Okay, ich glaube, wir werden das Ende nicht finden, weil die Mauer dort bis ans Ende der Welt geht. Das ist nämlich eine Mauer, die wahrscheinlich die Welt trennt. Aber ja, wir kommen hier nicht durch. Ich würde aber gerne schon mal auf die andere Seite gehen. Und ich möchte mal gerne auch wissen, was das ist hier vor allen Dingen. Moin, moin, ich bin's, Vitamine, danke. Hey, stehen geblieben, Kumpel, ja? Warte mal, was, Kumpel? Erstens kennen wir uns gar nicht und zweitens darf ich doch hier reingehen. Ich sehe doch genauso aus wie ihr. Du bist nicht Vitamine. Nur Vitamine-Leute und Vitamine-Familienmitglieder dürfen in dieses Dorf hier rein. Ja, der Joke war so gut. Ruhig dich, richtig guter Witz. Denkst du echt, der macht Scherze oder was? Wie? Das war kein Spaß, hä? Ich bin's, Vitamine. Hallo, der Echte von YouTube und so. Kennt ihr mich nicht? Dann würde ich mal gerne deinen Ausweis sehen wollen. Mein Ausweis... Oh, ich hab nichts mit. Mist! Oh mein Gott, ich habe meinen Ausweis vergessen. Na toll, so werden wir direkt nicht reinkommen. Aber hey, wie kann ich euch denn noch überzeugen? Guckt mal, ich kann auch den Popotanz machen, wenn ihr wollt. Ja, mach mal den Popotanz. Ich mach den Popotanz, denn mein Popo, der ist immer ganz... Was für ein Vollidiot. Popotanz, Popo, der ist immer... Warte mal, was? Was für Vollidiot? Lass mich jetzt rein hier, Mann! Lass ihn erstmal vorne an die Rezeption gehen, sich eintragen. Ja, du kannst einen Besucherausweis kriegen für 2 Stunden. Ein Besucherausweis für 2 Stunden? Naja, besser wie gar nichts. So, hallo? Hier ist niemand. Ja, nimm dir einfach das Ding da und füll es aus. Okay, so, warte mal, wir machen jetzt einfach ein Formular, weil ich... Ach, egal. Okay, Name ganz easy, Vitamine. Und Grund des Besuches, ich möchte mir mal dieses Dorf anschauen. Ja, so. Ich glaube, das hoffentlich passt. Hier, bitteschön. Und dann lass dich nämlich rein, ja? Ciao. Hey, nicht so einfach stehen geblieben. Raus hier. Wow, ist ja in Ordnung. Oh Gott, der schießt gleich auf mich. Alter, Alter, der hat gleich auf mich gefeuert, Mann. Oha, ist der verrückt oder was? Okay, anscheinend darf ich dort nicht so einfach rein. Aber Freunde, ich wäre ja nicht Vitamine, wenn ich nicht Vitamine wäre. Wenn ihr wollt, dass wir jetzt in dieses Dorf uns da irgendwie reinschleichen, dann würde ich sagen, lassen jetzt alle einen Daumen nach oben da. Los, ich warte. Du hast immer noch keinen Daumen nach oben da gelassen. Los jetzt, ich warte doch schon. Und dann geht es jetzt ab da rein. Wir farmen uns jetzt einfach eine Schaufel, obwohl ich Angst habe, dass die uns ein bisschen zugucken. Herr Vitamine, wir haben jemanden am Tor 1, der hier rein möchte. Wer ist da? Wer ist am Tor 1? Ich bin der wahre und echte Vitamine, das sieht man doch. Ganz richtig, Sie sind der wahre Einzig-Vitamine. Lass niemanden rein, der aussieht wie ein Vitamine und nimmt ihn sofort fest. Hey Freunde, bevor das Video weitergeht, möchte ich dir nochmal meinen Merch zeigen. Denn bald kommt ja der Weihnachtsmann und vielleicht fehlt ja noch was auf der Wunschliste. Denn es gibt bei meinem Merch richtig coole Sachen, zum Beispiel ein Pullover, T-Shirts, Handyhüllen und sogar mein eigenes Kuscheltier. Und das Geilste daran ist, nach jeder Bestellung bekommst du eine handsignierte Autogrammkarte von mir. Hey, also wo wartest du noch? Schau jetzt gerne mal bei meinem Merch vorbei. Erster Link in der Videobeschreibung.
Und ich habe auch schon alles fertig gemacht. So, ihr seht es, ich habe nämlich eine Schaufel. Und mit der Schaufel werde ich auf jeden Fall mich jetzt unten durchgraben. Ich hoffe, das sieht keiner. Oh mein Gott, los, das muss passen, Freunde. Wir müssen es schaffen, hier uns durchzuarbeiten. Und oh mein Gott, Alter, wir sind wirklich in dem Villager-Dorf angekommen. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, wir haben uns jetzt einfach hier durchgebaut. Okay, wir machen es mal zu. So, und Alter, wie geil ist das denn, Freunde? Das ist einfach ein Dorf mit voller Vitamines. Aber ich werde mich mal ein bisschen durchschleichen und mich irgendwie unauffällig hier zu bewegen. Hey, der da hinten, hat nicht unser Vitamine-Boss gesagt, alle Vitamine dürfen nicht mehr rein? Ich rufe den Boss an. Vitamine, wir haben einen Eindringling. Was? Alles klar, verstanden. Ich als Vitamine-Boss befehle euch alle, die Wachen rauszuschicken. Holt mir diesen Jungen lebend! Ei, ei, Chef, das haben wir verstanden. Da ist er ja schon. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, nein. Hier sind so eine Wachen. Oh mein Gott, die haben mich gerade angegriffen, Alter. Oh Gott, warte mal. Ey, das kann nicht sein, Freunde. Wir müssen uns irgendwie verstecken. Da sind jetzt so eine Wachen, die uns suchen. Und die sehen alle aus wie ich. Was ist denn hier los in diesem Dorf? Da rennt ein Vitamine-Polizist. Ich habe ihn verloren. Sorry, Boss. Mann, und wir sollten uns beeilen, entweder wieder hier rauszukommen oder irgendeine andere Lösung zu finden. Und wer ist dieser Boss? Schreibt mal in die Kommentare, wer der Vitamine-Boss ist. Sieht der so aus wie ich? Oder wie sieht der aus? Los, schreibt es in die Kommentare. Ich muss das unbedingt wissen. Aber wir können ja mal hier so ein bisschen alles durchstöbern. Haben die hier irgendwie noch irgendwelche Blöcke oder so? Nichts ist hier. Oh mein Gott, warte mal, die haben hier noch eine komplette Rüstung und eine komplette Waffensammlung. Haben wir hier noch... Ja, das brauchen wir. Oh mein Gott, let's go. So, wir nehmen ein paar Sachen mit. Und damit könnten wir es schaffen, vielleicht die Wachen zu besiegen. Aber warum greifen die mich an? Ich meine, das sind wieder Minenwachen. Ich habe ihn gefunden. Oh mein Gott, nein. Wir müssen ihn besiegen. Oh Gott, der macht doch gut Damage, Freunde. Und die schießen alle auf mich. Greift ihn an, meine Armee. Da ist er. Warte mal, was? Oh mein Gott, wie viel sind denn das auf einmal? Oh nein, Alter, das ist eine ganze Vitamine-Armee. Ich komme niemals gegen die an. Die sind viel zu viele, Freunde. Da ist noch einer. Kriegen wir den irgendwie umgeschnetzelt oder so? Ja, wir haben einen. Aber, Alter, das sind so viele. Wir haben niemals diese Chance, die Leute dort umzuschnetzeln. Und guckt euch mal an, wie viel die aushalten. Aber ich möchte die umschnetzeln, denn ich möchte auch unbedingt wissen, wer dieser Anführer von denen ist. Und oh mein Gott, Alter, Freunde, warum sind das so viele zum Teufel? Aber einfach, oh mein Leben, guckt mal meine Leben an. Oh mein Gott, schnell. Aber komm, kann ich euch nicht angreifen, so ein paar nur? Komm, Alter, wie viel, was? Ey, das geht doch gar nicht, oha. Feuer! Ey, warte mal, ich habe noch nicht einen umgeschnitzelt davon. Doch, jetzt habe ich ein, zwei. Also es werden langsam weniger. Aber, oh mein Gott, Alter, die machen so krass Damage. Und es kommen immer neue Polizisten. Und die machen echt zusammen im Chor richtig gut Damage. So, den hätten wir. Dich machen wir auch noch kalt. Mit dem Schwert, glaube ich, brauche ich gar nicht erst anfangen, Freunde. Das würde sich überhaupt nicht lohnen. Und da, Alter, schaut euch das, Mann, wie viel Damage die abhalten können. Ey, boah, wie viel sind denn das da hinten noch? Okay. Let's go. Ich als Vitamine-Boss werde mich in der Kirche verstecken. Beschützt mich. Warte mal, was? In der Kirche? Wer ist dieser Fake-Vitamine? Wer versteckt sich in der Kirche? Das werden wir gleich herausfinden, nachdem wir hier diese letzten paar Wachen noch umgeschnetzelt haben. Ich meine, so stark sind die nun auch nicht. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass sie natürlich trotzdem sehr, sehr guten Damage machen. Komm, die vier Stück, die schaffen wir noch. Und nimmt das, ihr blöden Wachen. So, let's go. Und ich glaube, ich habe alle. Da ist noch einer. Ja, der ist jetzt richtig schlecht gewesen, weil es nur noch einer war. Und nun bin ich ja mal gespannt, wer dieser Chef ist von denen. Wir gehen mal rein und... Warte mal, wer ist das denn dort? Nimm ihn fest. Warte mal, du bist es. Du nimmst jetzt sofort die Hände hoch. Haben wir uns da verstanden oder was? Oder du hast richtige Probleme. Nimm die Hände hoch. Ich bin der Vitamine Chef. Ich habe nichts getan. Okay? Nichts da. Du bist überhaupt kein Vitamine. Seht mich an. Ich bin nämlich der echte Vitamine, Freunde. Nee, das war alles nicht so geplant. Es tut mir leid, Herr Vitamine.
Warte mal, was? Der versucht wegzurennen. Nein, 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 das ist ein Roblox-Noob. Stehen geblieben, Roblox-Noob. Oh Mann, ey, was greifst du mich an, du blöde Wache? Das ist, nein, nein, das kann nicht sein. Dieser Roblox-Noob hat versucht, mein Königreich zu übernehmen. Ja, nimm das! Oh, das, war ja auch super. Aber das kann nicht sein, dass dieser Roblox-Noob mein Dorf übernommen hat. Aber egal, nun sind wir wieder der Vitamine-Chef. Aber Freunde, wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr solch coolen Videos sehen wollt mit mir und Minecraft, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin, tschüss!